Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Dieses Video wird kein normales Video sein. Es geht darum, dass ich gestern auf ein Video gestoßen bin, wo ich mich schockiert habe. Und zwar weshalb? Weil ich die Person kenne, mit ihr befreundet bin. Auf einmal kommt ein Video in dieser Sache. Und ich bin nachdenklich geworden und richtig schockiert. Es geht um die Kinder Gottes. Children of God. COG. Die heißen auch The Family International, TFI. Die haben die The Family, die haben die Namen immer geändert. Das ist eine Sekte. Und ihr wisst, wenn wir solche Sachen hören im Fernsehen oder im YouTube, YouTube heißt es ja, sehen, denken wir immer, das ist alles weg, weit weg von uns, haben wir ja eh nichts mit zu tun, aber interessieren tun wir uns. Ich gucke ja sehr gerne True Crime, ne, so Krimifälle auf wahren Begebenheiten. Auf einmal kenne ich die Person, die in dieser Sekte war. Und ich wusste nicht viel über das. Ich wusste schon, dass die komische Praktiken hatten und dass sie natürlich weit weg von der Bibel agieren und praktizieren, aber dass es so extrem ist. Ich hole mal aus. Ihr wisst, ich war vor meiner Zeit in Ägypten, war ich natürlich eine Christin in Deutschland und ich war auch auf einem Internat. Und da kam ein Junge, der sollte Deutsch lernen in dem Internat. Der war nur 8 Monate bei uns. Und ja, der konnte ein bisschen Deutsch verstehen, auch gebrochen sprechen, aber meiste Zeit haben wir in Englisch gesprochen. Ja, mit, glaube 14, 15 Jahre war er, der Philipp. Ja, und ich habe mich mit ihm befreundet, weil ich bin immer so, die Neuen unter die Fittiche nehmen. Ich war damals schon immer so, gucken, dass es den Schwacheren immer so ein bisschen, ne? Und ich fand den auch super cool, der hat toll Gitarre gespielt, der hat eigene Lieder komponiert. Und was mich auch wundert, sehr traurige Lieder damals schon. Ich war damals schon in der Pubertät Ende, aber trotzdem noch, mir hat das immer so gefallen, so traurige Lieder. Ja. Anyway, wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt. Und ich hatte eine Wohnung am Internat, weil das Internat hat mir nicht gefallen. Ich war da nur ein halbes Jahr oder was, oder ein Jahr. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, für das Geld kann ich mir auch eine Wohnung nehmen. Das ist billiger. Ja, dann hatte ich da eine Wohnung und er kam dann in die Wohnung und sagte, er möchte gerne sich verstecken. Sein Vater sucht ihn. Ich so, wie sein Vater sucht ihn? Und dann hat er mir erzählt, dass er aus der Sekte kommt. Vielleicht war ich da, also keine Ahnung. Ich bin schon Auto gefahren, 18 glaube ich. Die hat dann auch gesagt, die Sekte hat er, weiß ich gar nicht, den Namen hat er, glaube ich, gar nicht gesagt, dass die untereinander sich verheiratet sind, viele miteinander, und dass er viele Halbgeschwister hat und so weiter, ne? Und dass es eine große Kommune ist, sie leben wie die Hippies, gehen nicht zur Schule und ja, sind da, ne? Du hast praktisch Geschwister jeder Hautfarbe. Da war ich erstmal da schon geschockt. Vater hat ihn gesucht und er war nicht bei mir in der Wohnung. Der Vater klopfte sogar bei mir an die Haustür, ne? Und ich habe ihn reingelassen, habe gesagt, ich weiß nicht, wo ihr Sohn ist. Er war hier, aber ne? Später hat er ihn gefunden und kam wieder in die Wohnung und hat dann versucht zu erklären, dass sie gute Eltern sind und dass alles in Ordnung ist, dass ich ja bloß irgendwie wollte wissen, was Philipp mir erzählt hat. Ne, damit er weiß, dass alles in Ordnung ist, dass er nichts zu befürchten hat. Und Philipp hat mir damals, hätte er nur A gesagt, wären wir sofort zur Polizei. Da wäre das Ganze geendet. Aber nein, er konnte nicht, er war viel zu schockiert und schüchtern, sowas zuzugeben. Anyway, er hat ihn mitgenommen, ist von der Schule sowieso, hat er den Schulabschluss da nicht geschafft, weil er kein Deutsch konnte. Ne? Das war das Eckenberg-Gymnasium. Ja. Ich bin auch runter. Ja, und dann haben wir uns nimmer gesehen. Und dann in Facebook. Dann, wie gesagt, habe ich ihn kontaktiert und er hat gesagt, er macht noch Musik und er hat einen YouTube-Kanal. Und ja, dann habe ich ihn abonniert. Und dann haben wir uns einige Jahre wieder nicht, haben wir uns aus den Augen verloren. Bis gestern ein Video hochkommt. Und ich, oh, Philipp Seibel hat ein Video hochgeladen.
Und die ganzen anderen Videos davor sind jetzt gelöscht, nur dieses Video ist online. Leute, ihr müsst das anschauen. Es ist der Hammer. Was dem Mann passiert ist und dem Kind passiert ist, das kann man nicht glauben. Und Philipp sagt, also seine Eltern, Stefan und Annette, leben immer noch in Hannover, in einem Stadtteil Wülferode, sind Hippies. Er mit so einem Bart, lange Haare, ne? Ich habe ihn vom Gesicht sofort erkannt. Die Mutter habe ich nie gesehen, aber die Mutter genauso, sie hat eine Brille und auch lange Haare und die spielen auch Gitarre. Ne? Und die wohnen da in Hannover, in ganz unbehelligt. Da Philipp ist zur Polizei gegangen, hat sie angezeigt, allerdings kam der Verjährungsding dazwischen. Die haben ihn einfach gesagt, es ist zu spät, wärst du früher gekommen. Ne, ein Mann, der, er sagt, wie gesagt, ich glaube ihm alles, dass es kann doch einfach nicht sein. Er ist jetzt auch Aktivist geworden, dass sich für die Opfer, die sich erst 20 Jahre später melden können, weil sie sich einfach schämen und therapiert werden, 100-mal fast gestorben sind von Selbstmord und Drogen, Alkohol, Selbstverletzung. Irgendwann wächst man da drüber und traut sich zur Polizei zu gehen und dann kommt der Verjährungsparagraf. Tut mir ja leid, ne? Jetzt sind sie zu spät. Das kann ja wohl nicht sein. Und da ist er jetzt Aktivist geworden. Er möchte seine Stiefeltern, weil beide haben ihn misshandelt, beide haben ihn missbraucht und leben weiter, als ob nichts passiert ist und leugnen natürlich die Taten und dass sowas nie geschehen ist. Allerdings gibt es viele Zeugen und ich möchte diesem alten Freund eine Stimme geben und schauen, dass das publik wird, weil wir haben viele Zuschauer in Hannover, aus der Schweiz, in Österreich. Teilt dieses Video, Leute, und vielleicht sieht es die ein oder andere Fernsehredakteurin und sagt, hey, ich möchte diesen Junge bei mir im Stern-TV, ne, Katja? Du weißt, was ich meine, melde dich bei mir, ich mache den Kontakt sofort, weil er möchte seine Geschichte erzählen. Das ist einfach unfassbar, was ich rede schon 7 Minuten, Leute, ich wollte es nicht so lang halten, ich wollte es kürzer halten, aber es ist einfach unfassbar. Das ist eine große Schande, was diese Menschen den Kindern antun. Die haben keine Kindheit, die werden misshandelt, Teufelsaustreibung. Schaut euch das Interview an. Es ist mit englischen Untertiteln und er spricht Schweizerdeutsch, aber ich kann kein Schweizerdeutsch, aber ich habe alles verstanden. Also ein, zwei Worte, die er da schnell haspelt, das kann man noch, aber ansonsten versteht man ihn sehr gut. Ja, vielleicht kann die ein oder andere ihm helfen, unterstützen. Er ist auch gerade an einem Buch schreiben, um das alles nochmal zu verarbeiten, um wenigstens was auch zu verdienen. Er hatte nie einen Schulabschluss und seine Großeltern haben immer gekämpft, damit er aus dieser und die Kinder, seine Geschwister aus dieser Sekte rauskommen, haben sie nicht geschafft. Jetzt sind sie gestorben und wer lebt in dem Haus der Großeltern? Die Täter. Ne? Und das Opfer ist der Lackierte. Das kann nicht sein, dass in Deutschland die Opfer keine Rechte haben und die Täter immer noch frei rumlaufen. Also wie gesagt, Leute, das wollte ich euch mitteilen. Schaut euch das Video an und unterstützt den Philipp Seibel. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ihr werdet, vielleicht kennen den einen oder andere diese Geschichten schon. Und ansonsten, bis die Tage, Masselema, bye bye. Und ich weiß, es ist kein Thema für Ramadan, aber es ist gerade so aktuell. Und mein Mann sagt, wir helfen diesem Mann. Er hasst diese Eltern so sehr, er wird sie sofort. Na, aber man kann ja nicht, man kann nicht. Also bis die Tage, Masselema, bye bye. Was bedeutet die Musik für euch? Es ist eine doppelseitige Schwert in manchen Hinsichten, weil wir müssen Musik machen, müssen
Instrument lernen in die Sekte. Wir müssen auf die Straße singen, wir müssen mit dem battlen. Und dann ist immer die Frage, will man das überhaupt? Oder als Kind habe ich auch andere Sachen wollen, aber man hätte es nicht dürfen. Oder? Und wo ich bin weggelaufen, habe ich natürlich am Anfang müssen Gitarre spielen, weil das war mein Überleben. Oder ich konnte nichts anderes. Oder ich war damals 15 gsi, habe nicht einmal dürfen eine Wohnung mieten oder einen Job haben oder keinen Schulabschluss natürlich. Und ja, müssen spielen, oder? Das hat mich immer geprägt. Ich sehe die immer, wie sie nach Hause gehen zu ihren Eltern. Und ich nicht, ich muss im Zelt übernachten oder ich muss im Jugendherberg übernachten oder irgendjemandem fragen, ob ich dürfte bei denen auf der Couch schlafen. Wie ist es denn gekommen, dass ihr ganz allein auf euch gestellt seid? Ich bin von dieser Sekte Kinder Gottes weggelaufen. Also erstmal mit 13. Und dann bin ich von der Polizei mitgenommen worden. Also ich habe mich freiwillig gestellt in dem Sinne, weil ich bin ziemlich krank geworden, wo ich habe. Also die ersten paar Nächte haben wir im Freien übernachtet. Es ist sicher knapp 0 Grad gewesen, auch im Herbst, weil in der Schweiz ist es ja kalt im Herbst. Oder? Und nach ein paar Tagen habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will weg, aber nicht so. Und dann haben sie mir wieder in diesen also Zimmer eingesperrt, weil ich habe, vor dass ich weggelaufen bin, habe ich den Prophet Moses David habe ich schwer Beleidigung gemacht, ich habe mich aufrüpfig verhalten und dann wollte man mich wieder schlagen und auspeitschen und ich habe mich gewehrt. Oder? Und wo ich mich gewehrt habe, hat man mich mit 4 Erwachsenen zu Boden gedrückt und ich war dann Treppe aufgeschleppt worden und dann haben sie mich in ein Zimmer eingesperrt mit zugebretteten Fenstern. Komplett dunkel. In dem Zimmer hat es eine Matratze gehabt, einen Stuhl, einen Tisch und ein paar Bücher von der Prophet, das ich musste lesen. Ich durfte nicht duschen, durfte nicht aufs WC gehen, also musste ich im Zimmer alles machen. Und weil ich vehement geschrauen und mich gewehrt habe, hat man mich bezichtigt, dass ich sei von Dämonen besessen. Und dann durfte ich fast 8 Stunden lang einen Exorzismus über mich ergehen lassen. Was hat denn das geheißen? Zu Boden drücken. Ein Erwachsener nach dem anderen hat mir ins Ohr geschrauen. Dämonen sei gar raus. Hat man mich gepeitscht, hat man mich mit heiligem Wasser beträufelt. Mhm. Viel Geschrei, viel Beten. Und die ließen nicht von mir ab. Also ich habe in dieser 8 Stunden habe ich mehrmals mir in die Hose gepisst. Also alle körperlichen Funktionen sind da gekommen. Oder? Und wo sie dann endlich fertig waren. Ich bin mehrmals ohnmächtig geworden. Also, und wo sie fertig waren, dann haben sie mir einen Eimer Wasser und eine Lumpe ins Zimmer geschossen und haben gesagt, ich soll mich selber meine Kleider reinigen. Und ja, die Sachen, die aus mir rausgekommen sind, das waren natürlich die Dämonen, die aus mir rauskamen und ich musste das halt putzen und reinigen. Und dann bin ich da die erste Nacht auf dem Boden geschlafen, ohne Hosen, ohne Unterhosen, weil sie waren halt dreckig und ich musste sie waschen, aufhängen und trocknen. Oder? Aber das ist ja nicht die erste Misshandlung gewesen. Nein, bei weitem nicht. Also das war einfach die prägendste von mir. Also, ja. Aber das ist ja nicht die erste Misshandlung gewesen, sondern die letzte wahrscheinlich. Ja, also das ist die letzte Misshandlung in dem Sinne, wo ich in die Sekte war. Aber man hat mich dann bei Nacht und Nebel aus dieser Kommune rausgenommen, mit meinem Stiefvater damals und meiner Mutter, und sie haben mich nach Deutschland gebracht. Und dann waren wir immer von Hotel zu Hotel und dann ging es darum, ein Internat für mich suchen. Und am Abend musste ich dann immer Lebenslauf von Hand schreiben, ich musste lügen ohne Ende, ja, ich habe amerikanische Schule, ich bin da und dort in diesem Hochschule, in dieser Schule und das und so. Und wenn ich etwas gesagt habe oder etwas nicht gemacht habe, wurde ich auch im Hotelzimmer gepeitscht, also mit der Gurt. Ja. Aber das heisst, dir hat eigentlich gar keine Schule gemacht? Genau. Ja. Warum? Man hat das nicht für nötig gehalten. Sogar der Prophet hat gesagt, Reading, Writing, Arithmetic, also die Basics. Higher Learning, also Hochschule, ist das Teufelszeug. Man hat ja auch also prophezeit, dass mit 1993, dass Jesus wird ja zurückkommen.
er wird alle seine Feinde auf die Erde vernichten. Also man muss nichts lehren. Man muss nichts machen, genau. Man muss nur an Gott glauben und das, that's it. Oder, ja. Aber die haben jetzt gesagt, die sind geschlagen worden, die sind gepeitscht worden, die haben nicht in die Schule dürfen, aber es, als Kind hat er noch viel schlimmere Misshandlungen erlebt. Ja, also wo ich bin sehr klein gewesen, hat der Moses David, also dieser Prophet, hat er gesagt, man soll Liebe mit seinen eigenen Kindern machen. Dass Liebe soll frei sein, Kinder sollen von ganz klein auf lernen, Liebe zu schenken und auch zu empfangen. Und das bedeutete nämlich natürlich sexuelle Liebe. Und in diesem Zusammenhang hat der Prophet seine eigenen Kinder, Enkelkinder vergewaltigt, misshandelt, penetriert. Und mir ist das auch passiert. Also das haben alle Sektenmitglieder denn sollen machen? Es gab viele, die haben das als falsch empfunden und haben das nicht mit ihren eigenen Kindern gemacht. Aber sie haben stillschweigend zugesehen oder das im Kauf genommen, dass es passiert. Ja. Mhm. Mein Stiefvater, der ist sehr aktiv in dem Exi, der hat mich mehrmals vergewaltigt als kleines Kind. Täglich aufgefordert, ihn mit ihm sexuelle Handlungen zu haben. Meine Mutter auch. Also sie ist da nicht irgendwie da in die Ecke unschuldig, sondern sie hat aktiv auch mitgemacht. Ich wurde von beiden gleichzeitig aufgefordert, mit sie Sex zu haben. Und ich habe das immer sehr als komisch empfunden, aber ja, das war normal, oder? Also mhm. Das hat man gar nicht gemerkt als Kind, dass es falsch ist. Ja, und ich habe es nicht wollen, oder? Also, aber ich habe gedacht, ja, mein Stiefvater hat immer zu mir gesagt, ja, wir sind verheiratet miteinander, wir sind, ja, wir sind... Mit dem Kind? Ja, ja, dass ich, meine Mutter, mein Stiefvater und meine kleine Bruder, dass wir ein spiritual family sind, dass wir verheiratet sind miteinander. Und als Sättiges tut man sich auch gegenseitig sexuell befriedigen, oder? Und wie alt seid ihr da gewesen? Mein Stiefvater offiziell mit den Misshandlungen, also mit der aktiven Misshandlung, wo ich bin ungefähr 6 Jahre alt aufgehört. Aber auch nur, das ist jetzt das Krasse an dem, auch nur, weil meine Mutter hat sich bei anderen Erwachsenen beschwert, dass er sexuelle Handlungen mit mir vornimmt und sie findet, dass das Gott zuwider, dass 2 Männer miteinander Sex haben. Das ist das, was sie nicht okay gefunden hat. Also die Mutter hat es nicht okay gefunden, weil der Stiefvater mit einem Bub, also mit ihrem Sohn... Genau, das hat sie gestört. Nicht die Tatsache, dass es Kind war, sondern dass es Männer ist. Und dann hat dieser andere Erwachsene ist dann zu meinem Stiefvater gegangen und hat gesagt, ja, das zwischen 2 Männern, das ist tabu. Das musst du aufhören, sonst gibt es Exkommunikation, oder? Und dann hat mein Stiefvater zu mir ins Zimmer gerufen und hat gesagt, ja, wir dürfen nicht mehr miteinander Liebe machen, weil das können andere Erwachsene als komisch empfinden. Aber wenn du das möchtest, von dir aus, dann können wir natürlich weitermachen, aber wir müssen das geheim halten. Und ich so, ja, aber ich will nicht. Weißt? Und dann hat er gesagt, ja, er ist enttäuscht in dem Sinne, er findet das schade, aber er kann meine Wünsche respektieren, also zum Kotzen echt. Ja. Naja. Aber der hat ja sehr lang gebraucht, bis er über das geredet hat. Erst vor 2 Jahren habe ich mit Worten gesagt, ich bin von meinem Stiefvater vergewaltigt worden. Ja. Warum so lang? Ich habe es nicht über die Lippen gebracht. Also, ja, es ist auch es ist sehr sehr schwierig, oder? Das raubt einem den Stolz als Mann, als Vater, als Liebhaber, als alles, oder? Und ich habe auch jahrelang mich gefragt, ja, ob ich vielleicht irgendwie bisexuell oder homosexuell bin, wegen dem, oder? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, nein, ich bin absolut hetero, ich bin überhaupt nicht gay. Mhm. Es ist, ich glaube, diese Bedürfnisse, was ich erlebt habe, war mehr, dass ich wollte vielleicht einmal diese Art von Sex, wenn man das überhaupt kann sagen, erleben von eigenem Willen aus. Dass ich sage, ich möchte das und nicht, ich werde aufgefordert oder ich muss. Oder, und
Es ist auch etwas, das, wenn man im Alltag im Überlebenskampf ist, ich meine, ich kämpfe ums Überleben, seitdem ich 15 bin. Man hat so viele andere Sachen um die Ohren. Das muss ich nicht um das Zeit, man hat gar keine Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und man will auch gar nicht, weil man sagt, ich bin den los, ich bin weg, ich bin raus. Es ist vorbei, oder? Aber dann habe ich angefangen, Horrorgeschichten über meine Stiefvater von anderen zu hören. Er hat sich dann extrem vergangen an andere Kinder und 8-, 9-jährige Mädchen und so weiter. Und dann habe ich gefunden, dieses Schwein muss man entweder umbringen oder ins Gefängnis stecken. Und dann habe ich, musste zusehen, jedes Jahr, wie er immer meine Großeltern für Geld anbettelt und sein ganzes Leben auf Kosten von meinen Großeltern lebt. Und immer, ja, wissen Sie, mein Sohn, der Herr Seibel Junior, der ist einfach ein Prolet, der ist ungebildet, der ist emotional, der ist aggressiv. Und ich habe mein Bestes gegeben, um meinen Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich so, du Schwein, das ist gar nicht wahr. Und er hat versucht, ihn anzuzeigen, also strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Ja, in der Schweiz und auch in Deutschland. Und es ist beides abgeschmettert worden, wegen der Verjährbarkeit. Und darum bin ich Aktivist geworden, weil es kann nicht sein, dass sättige Sadisten, dass sättige Vergewaltiger, dass sie auf freien Fuß leben, nur weil die Kinder, die misshandelt werden, jahrelang einfach zu beschäftigt sind oder zu traumatisiert sind, überhaupt sich mit das auseinanderzusetzen, was denen mal angetan ist. Mhm. Und das kann einfach nicht sein. Also Verjährbarkeit. Ja, das muss aufhören. Das ist ein Schutz für die Täter. Das ist eine extreme Hürde zu überwinden, dass das Opfer jahrelang müsse um jedes Rappen betteln, um jeden kleinen Job, um jede kleine Gelegenheit irgendwie Geld zu verdienen. Oder wenn man mal als Anwalt oder Psychologe, Psychiater braucht, dann sieht man, ja, das ist 20 Jahre her, findet ihr damit ab. Ich weiß auch, wo ich bin, bei der Polizeirevier gesehen. Der Polizist, der in dem Raum war, hat gesagt, ja, solche wie euch, die machen mich krank. Warum? Ja. Wir sollten aufhören, immer in der Vergangenheit und oh, ich arme sich und so und immer alle anderen müssen schauen für unser Problem und unser, und wir wollen nur Geld und wir können nur Anzeigen machen, weil wir Geld wenden, weil wir zu faul sind, zum selber zu arbeiten und so. Was und sagen zum Sie Glück, so jemandem, wenn jemand so etwas sagt? Ich wünsche es dir nicht, mein Leben wünsche ich dir nicht. Ich wünsche es dir echt nicht. Ich wünsche es dir nicht. Weil du würdest hure auf die Schnur gehen. Es gibt so viele Leute wie ich, die haben sich umgebracht, die haben andere Leute umgebracht, die haben Selbstverletzungen, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. 2 von 10 Menschen, die in meiner Kindheit in dieser Sekte sind aufgewachsen, sind inzwischen tot. Und ich kenne viele, die nicht mehr leben und ich denke einfach, das ist ignorant, dann hat man einfach echt keine Idee, was einem durch den Kopf geht, wenn man sowas sagt. Das ist einfach ignorant. Das kann man nicht anders sagen zu dem. Ja. Was ist denn euer Ziel als Aktivist? Mein Ziel ist, dass das Problem ist an der ganzen Sache, ist internationale Sekten oder so große Organisationen, die Kindesmissbrauch betreiben, die ändern ihre Namen, die wechseln Standorte, die reisen auf die ganze Welt. Und das eine riesige Problem ist der Tatort und die Zuständigkeit von den Ländern. Ein deutscher Mann geht nach Indien, vergewaltigt seinen Sohn, kommt nachher in der Schweiz, misshandelt seinen Sohn weiter, geht zurück nach Deutschland. Die Vergewaltigung ist in Indien stattgefunden. Die deutschen Behörden sagen, ja, da müssen indische Behörden aktiv werden. Indische Behörde sagt, ja, aber das ist ein deutscher Staatsbürger, Deutschland muss zusehen. Schweiz sagt, ja, aber das ist ein Deutscher, illegal in der Schweiz, mit einem deutschen Sohn, es geht uns gar nichts an. Ich so, mal, es geht euch etwas an. Da sind hunderte von Kindern hier in der Schweiz missbraucht worden, unter eurer Nase. Behörde haben weggeschaut von euch aus gesehen. Ja. Sorry, aber das geht euch sicher etwas an. Wenn Kinder in eurem Land misshandelt werden, dann muss die Nationalität doch keine Rolle spielen. Mensch ist Mensch. Mhm. Und wie ist denn das möglich gewesen? Ich meine, ihr habt ja lange in der Schweiz gelebt, in dieser Sekte. Illegal, ja, die ganze Zeit. Illegal? Ja.
Also ich bin mit 8, 9 in die Schweiz gekommen und ich habe das erste Aufenthaltsbewilligung bekommen, wo ich bin Vater geworden von meinem Kind mit 24. Mhm. Da stand plötzlich die Polizei bei mir und hat gesagt, anmelden, Krankenversicherung oder ausweisen in 30 Tagen. Und dann habe ich müssen alles machen, was für einen normalen Mensch normal ist. Ich musste mir einen neuen Pass beantragen, Aufenthaltsbewilligung, Job suchen, alles Mögliche, oder? Und dann bin ich richtig zum ersten Mal in meinem Leben quasi erwachsen geworden. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist schwierig. Das ist gar nicht so einfach, wenn man niemanden kennt und niemand sagt, du musst Steuern zahlen, du musst Krankenversicherung haben. Ich kannte das alles nicht. Das hat er alles nicht gelernt. Nein, ja. Und eure Eltern und überhaupt die Sektenmitglieder waren einfach zum Teil gar nicht angemeldet in der Schweiz. Genau, sie haben sich immer illegal aufgehalten, oder? In diese riesigen Komboheime. Und dann hat man das immer so, also ich habe im Nachhinein, viele Jahre später herausgefunden, die haben meistens so getan, als wären das irgendwelche amerikanische oder britische oder ausländische so Seminare, wo man auch die Kinder hat, wo es quasi wie ein Kinder-Summercamp ist oder wie auch immer. Und immer so die abstrusesten Ausreden. Und es hat schon Kontrollen gegeben, wo die Behörden sind da gekommen. Und ich weiß auch, eines, wir haben so eine Kontrolle gehabt. Und wir haben sonst immer müssen um 5:30 aufstehen, picobello angezogen werden, immer jeder mit seinem kleinen Uniformli, immer in einer Linie stehen, abmarschiert zum Frühstück, nachher abmarschiert zum Geschirrwaschen, also immer sehr reglementiert. Mhm. Oder? Und dann ist dann diese Kontrolle gekommen, dann haben wir müssen so tun, als wären wir so ein Summercamp. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr dürft heute nicht marschieren, ihr dürft nicht so tun wie Militär, ihr müsst einfach jeder eins nach der anderen die Treppe runter. Und dann hat wirklich der eine im Zimmer gestanden und hat gesagt, okay, zwei Leute raus. Und dann ein paar Sekunden weiter, okay, nächste zwei dürfen aber. Mhm. So dass es so aussieht, als wäre das entspannt. Aha. Oder? Und dann die Querulanten, so wie ich, haben wir einfach dann weggehalten. Mhm. Also man hat der Behörde aber etwas vorgemacht? Also die Sekte hat der Behörde etwas vorgemacht? Weil eigentlich fragt man sich, wie ist es möglich, dass in einem Land wie der Schweiz, wo Schulpflicht allgemein gilt, also dir zum Beispiel einfach jahrelang nicht in die Schule? Ja. Wie ist das möglich? Frag meine Eltern. Ich kann mir das fast irgendwie gar nicht vorstellen, aber ich habe es erlebt selber. Also ja, wenn man, also jetzt als selber Vater kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das damals passiert ist. Aber wir sind auch, also man hat uns auch extrem versteckt, oder? Also wo ich bin, wo wir sind im Zürich angekommen, vom Deutschland, haben wir ein kleines Wohnung, also zwei Zimmer Wohnung, Wohnzimmer, Küche. Wir sind 20 Leute mein Gestalt gsi. Wochenlang haben wir uns Kinder nur am Abend rausgelassen, wenn überhaupt, und nur unter strenger Begleitung. Und wenn die Erwachsenen am Abend keinen Bock hatten, haben wir die Wohnung nicht dürfen verlassen. Das heisst, manchmal sind wir eine Woche einfach in diese kleine Wohnung eingefärbt gewesen, oder? Damit es nicht aufgefallen ist, dass Kinder in die Schule gehen. Genau. Und es hat dann mehrmals andere Leute aus der Nachbarschaft bei uns geläutet und haben gefunden, ja, wir haben Kinder dort gesehen und was machen die da eigentlich und haben wollen wissen und so. Und dann sind sie immer recht unfreundlich dann absolviert worden und dann irgendwann ist das denen zu heiß geworden und dann sind wir dann von dieser Wohnung geflüchtet, oder? Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns im Archiv zwei Beiträge gefunden, die das Schweizer Fernsehen gemacht hat, 75 und 77, über Children of God. Oh, ja. Und dort sieht es einfach aus, wie wenn das so eine harmlose Hippie-Sekte wäre. Wie habt ihr es erlebt? Also mein ganzes Leben, bis ich fast 15 Jahre alt war, war Terror. Ich habe Angst von morgens, von dem Moment, dass ich aufgestanden bin, bis ich bin schlafen gegangen, habe ich Angst gehabt von dem Ende von der Welt, dass es der dritte Weltkrieg ausbricht, dass es irgendwie atomärische Atombomben gibt. Und wir haben Angst gehabt, dass die Polizei uns in die Nacht verhaftet und uns wegsperren. Also man hat uns einfach permanent Angst eingejagt. Und wenn es nicht von äußerlich ist, die Angst, ist es von innen die Angst. Oder Angst vom kleinsten Widerrede sofort auspeitschen. Zum Beispiel das Glaube in Frage stellen, da hat man Redeverbot bekommen. Und Redeverbot, nicht einfach, du darfst nicht reden. Man hat dir den Mund physikalisch zuklebt mit Klebeband. Und dann hat man dir die Hände in dem Rücken gebunden. Und dann hat man ein Schild auf der Brust gehabt mit ich habe Redeverbot, es ist verboten, mit mir zu reden. Wenn du hast eine
angequatscht, der Redeverbot hatte, hast du auch Redeverbot bekommen. Und dann sind dir die Hände hinter dem Rücken nur entbunden worden, dass du könntest schwer körperliche Arbeit machen, also Schnee schaufeln, abwaschen, kochen, also und kochen. Kochen ist immer verschimmelte Gemüse, verschimmelte Kartoffeln, verschimmelte Brot, alles so. Ja, Kötter, riesige große Kommunen mit über 200 Leuten, irgendwie muss man sie ja füttern und die Leute sind jetzt zu faul zum Geschäft, oder? Da sind wir immer zum Migros und Coop gegangen und dann haben sie manchmal können solche Großhändler überreden, da die Esswaren, die abgelaufen sind, uns zu geben. Und dann haben abgelaufene Joghurt, abgelaufen. Also ich habe nur abgelaufene Scheissdreck gegessen, bis ich bin von dieser Sekte rausgekommen. Aber eben, und sonst hätte ich Musik machen auf der Straße und genau. Betteln, oder wie? Genau. Und also mit meinen Stiefvater, vor allem, sie haben extra geschaut, immer geschaut, wenn er Schulferien hat. Und wenn er Schulferien hat, das hat geheißen, von morgens bis abends singen, Traktakten, betteln. Und wir haben vielleicht auf einen ganzen Tag mit 12, 13, 14 Arbeitsstunden haben wir vielleicht ein paar Sandwiches bekommen, ein bisschen Wasser, wenn überhaupt. Mhm. Manchmal hat es nicht einmal Fleisch auf dem Brot gehabt, einfach trockene Brot mit Wasser. Mhm. That's it. Aber das heisst, die Sekte hat eigentlich vom Betteln gelebt. Auch in der Schweiz. Ja, also man kann es schön reden mit Spenden oder wie auch immer, aber ja, im Grunde genommen ist das Bettler nichts anderes. Mhm. Oder? Okay. Ich weiß noch, wenn ich, wo ich bin, so 10, bis zwischen 10 und 13 war, ist das für mich das Brutalste. Da bin ich wirklich auch mit meinem Stiefvater viel gesungen, auch in der Schweiz. Und wenn ich einen Ton falsch gesungen, einen Griff falsch gemacht, einen Schlag auf der Bongo falsch gemacht, hatte ich mir manchmal von allen Leuten hatte aufgehört zu singen, hatte mich voll zusammengeschraubt. Bis ein rotes Gesicht, also bis seine Adern hat geplatzt, oder? Und er hat einmal so ausgetickt, dass sogar der Restaurantbesitzer übergekommen und hat meinem Stiefvater gesagt, er soll bitte das Restaurant verlassen. Mhm. Und du ja. Auf jeden Fall der Mann straffrei ausgehen? Ja, er lebt straffrei. Meine Mutter auch, also sie leben. Das Geilste an das Ganze ist, meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter, haben ihr Leben lang probiert, uns Kinder aus der Sekte rauszuholen. Sie haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und jetzt sind sie tot. Und dieses Arschloch, dieser Kinderschänder, lebt in ihrem Haus auf ihrer Kosten. Und weißt, ich will nichts von meinen Eltern, ich will nichts von meinen Großeltern, das kam mir am Arsch vorbei. Aber ich will nicht, dass dieser Vergewaltiger in dem Haus von meinen Großeltern lebt, nachdem dass meine Großeltern jahrelang probiert. Das ist einfach der Schmach. Also das ist... Aber ich kann heute nichts machen. Nein. Also, ich habe mir auch schon überlegt, auf Deutschland gehen und Selbstjustiz ausüben, aber ich wollte nicht. Ich wollte das. Das wäre fast zu nett. Auf irgendeine Art und Weise. Er lebt sein ganzes Leben wie: Ich diene Gott, ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich habe ja nie irgendwie Kinder misshandelt oder so, streitet alles ab, lässt seine Opfer als schlechte, unerziehbare Menschen darstellen und verkauft seine Lüge erfolgreich. Mhm. Für so einen Mensch, das einzige Weg, der richtig zu bestrafen ist, ihm die Lüge wie ein Teppich unter seine Füße rauszureißen, dass er mit voll auf die Nase geht und dass alle Leute merken, was für eine Lüge und was für eine Drecksau er ist. Und das will ich erreichen. Und nicht nur der. Es hat so viele andere Leute, die straffrei davon gekommen sind. Und wo ich habe angefangen, mich zu äußern wegen dem, habe ich im Facebook andere so Ex-Sektenmitglieder, also meine Generation, gefunden. Und dann habe ich angefangen, die Geschichten zu hören. Und dann habe ich gefunden, Jesus Gott. Und die meisten Leute, die wehen nicht. Die sagen, ja, ich habe mich damit abgefunden, ich habe es irgendwie überlebt. Ich habe inzwischen ein bisschen mein Leben in Ordnung und so. Wir wollen es vergessen. Mhm. Wir wollen Abschluss machen, oder? Die wollen gar nicht mehr damit zu tun haben. Und es gibt dann die, so wie ich, die kann man auf eine Hand zählen, die aktiv sind. Die, es gibt ein paar in England, in Schottland, ein, zwei in Amerika, that's it. Und wie erklärt so ihr euch das? Ich meine, das müssen ja Hunderte gewesen sein, die Kinder, ja. Weltweit. Wie erklärt ihr euch das, dass das nicht, wie soll ich sagen, dass die nicht alle zusammentun und kämpfen? Survival Instinct. Überlebensinstinkt.
Es ist viel einfacher zu überleben, wenn man sich gar nicht mit dem auseinandersetzt. Man hat Angst vor sich selber, man schämt sich auch. Die meisten Leute, die wollen nicht aktiv werden, weil sie sich schämen, weil die, ihre Arbeitgeber, ihre, sogar ihre Ehemann oder Ehefrau oder Kinder oder Verwandte, sie wissen nichts von dem. Und, sorry, aber wer tut schon als Erwachsene die Frau sagen, ah ja, weißt du, übrigens, mit 11, 12 bin ich von allen erwachsenen Männern in einer Kommune durchvögelt worden. Das ist einem peinlich, das will man nicht, oder? Und ich meine, ich bin nur sexuell in dem Sinne misshandelt worden bis 16, oder okay, nachher bin ich da schon hier und da angelangt worden, wie auch immer, und ausgepeitscht. Aber die Frauen, bei denen ist das ein Leben lang gewesen, oder? Mit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, die haben sogenannte Sharing Nights, wo man ab 12 Jahre alt ist, ist Modi in der Sekte als erwachsene Frau gegolten. Und dann hat sie müssen mit erwachsenen Männern gegen ihren Willen Sex haben. Und zwar nicht nach Willen, sondern du wirst irgendjemandem zugeteilt bekommen. Und wenn du Nein sagst, du bist ein Egoist, du bist nicht spirituell. Und man würde bestraft für das auch, oder? Mhm. Also, krass. Sex verweigern. Ich habe da so ein Blatt hochgeladen da von der Moses David. Da ist so ein Brief rausgekommen, das hieß The Girl Who Wouldn't. Die Frau, die nicht wollte. Das schauen wir gerade an. Es gab einen Artikel von einer erwachsenen Frau, die hat sich geweigert, mit dem Prophet zu schlafen. Und er steht in dem Brief, ja, wenn ich muss, werde ich sie zusammenschlagen. Ich werde diese Frau zusammenschlagen, bis sie bricht, bis sie aufhört, ein Egoist zu sein. Und die Sekte gibt es heute noch. Und sie haben das nicht widerrufen, diesen Brief von der Sektenanführer. Sie haben nicht in die Öffentlichkeit gesagt, nein, alles das, was dieser Prophet damals hat gesagt, wir stehen nicht mehr dahinter. Sie haben nie. Sie haben nur gesagt, ah, Sex mit Kindern machen wir nicht mehr. Aber das ganze Zwangsliebe und so, das ist offiziell immer noch ein Teil von ihrem Glauben. Müssen wir sie denn verbieten, die Sekte? Man kann nicht in dem Sinne solche Sachen verbieten. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Die Menschen, die werden sich immer treffen im Untergrund oder so etwas. Was man kann machen, ist die Gesetze so umändern, dass wenn jemand will, eine Frau oder Kind misshandelt, dass er weiß, er wird das Leben lang verfolgt wegen dem. Und dass er das vielleicht 10-mal überlegt, bevor er das macht. Das ist, ich glaube, die Lösung. Unverjährbarkeit. Und zwar international. Und zwar alle Länder auf die ganze Welt sagen, wir stoppen das. Egal, wo der Täter sich aufenthält, egal, wo das Opfer sich aufenthält. Wenn ein Opfer in China oder Schweiz oder Afrika oder USA sagt, geht zur Polizei und sagt, ich bin gegen den und den vergewaltigt worden. Und ein Richter sagt, ja, diese Geschichte ist glaubwürdig, dass man einen internationalen Haftbefehl gegen diesen Menschen ausführt. Und zwar weltweit. Und dann wird dieser Mensch vom Gericht gezerrt. Und zwar egal wo, spielt keine Rolle, weil das Gesetz ist eindeutig, gleich was das anbelangt. In meinen Augen, schwere Vergehen gegen Kinder soll das Verwahrung haben. Jemand, der so dermaßen Kinder versklavt, misshandelt, zur Arbeit zwingt, sexuell missbraucht, vergewaltigt, Gefängnis, Verwahrung, basta.